Wie kann man sich so am besten aufstellen, dass wir für die Menschen im Land das erreichen? Das heißt also, Sie denken, es läuft eh auf Sie zu und den Parteivorsitz wollen Sie auf keinen Fall? Das ist jetzt wieder eine Schlussfolgerung von Ihnen, die ich so nicht gesagt habe. Ich sage, der Parteivorsitzende wird gewählt am Parteitag für 2 Jahre. Was zählt für meine volle Rückendeckung. Ich muss sagen, ich habe mich sehr gefreut, dass er das auch heute so vorgeschlagen hat für die Möglichkeiten, was meine Person betrifft. Und jetzt kommt es darauf an, dass wir natürlich glaubhaft im Alltag auch gut zusammenarbeiten. Und auch da gilt der Grundsatz, wir hatten in den letzten Jahren sicherlich auch immer mal unterschiedliche Akzente. Aber eines ist klar, ist die Herausforderung am größten, sind wir zusammen am stärksten. Ja, die Herausforderung ist die Landtagswahl nächstes Jahr. Nach zuletzt unter 40% bei der Bundestagswahl, da wackelt ja auch die absolute Mehrheit in Bayern. Auch weil die AfD dort erstarkt ist. Wenn Sie der AfD jetzt also stimmenstreitig machen wollen, werden wir dann von Ihnen in Zukunft vermehrt rechtsnationale Töne zu hören bekommen? Die CSU braucht weder einen Links- noch einen Rechtsruck, sondern eigentlich nur die Definition der alten Glaubwürdigkeit. Das war ja das eigene Problem, was in Berlin bei der Bundestagswahl auch diese Entwicklung gebracht hat. Ich glaube schon, dass eines ganz klar ist, wir haben in Bayern keine Herausforderung von links, aber unser Ziel ist, und es ist übrigens eine demokratische Aufgabe, Wähler zu binden, die sonst bei extremen Parteien landen. Und natürlich ist die Aufgabe vielen Menschen, die bei der Bundestagswahl zum Beispiel AfD gewählt haben, wieder die Chance zu bieten, eine Heimat zu haben. Es waren ja vorher auch starke Wähler, übrigens in den Großstädten von der SPD, in ländlichen Räumen in Bayern von der CSU. Natürlich ist es wichtig, vielen Menschen wieder zu zeigen, dass wir eines in Bayern nicht wollen. Berliner Verhältnisse. Wir wollen in München stabile bayerische Verhältnisse behalten und dafür gilt es zu werben und zu arbeiten. Markus Söder, vielen Dank für das Gespräch nach München. Ein Gespräch, das wir am Abend geführt haben. Den Machtwechsel bei der CSU kommentiert Christian Nitsche vom Bayerischen Rundfunk. Der Machtwechsel ist eingeleitet. Die CSU probiert es wieder einmal mit einer Doppelspitze. Mit dem Duo Seehofer-Söder werden 2 Lager in der Partei befriedet. Aber es ist noch längst nicht ausgemacht, ob dieses Experiment funktioniert. Die beiden langjährigen Kontrahenten Seehofer-Söder müssen erst einmal beweisen, dass sie dazu fähig sind, als überzeugendes Team aufzutreten. Nur wenn aus ihrer politischen Koexistenz ein gemeinsamer Weg wird, hat die CSU die Chance, sich bei der Landtagswahl zu behaupten. Die Gräben, die beide zuschütten müssen, sind tief. Selbst wenn sie dies hinbekommen, eine Einigkeit in der Partei ist damit nicht gesichert. Denn der Machtkampf Nummer 2 um den Parteivorsitz steht noch aus. Und hier stehen gleich mehrere Anwärter in den Startlöchern. Der Abschied Seehofers auf Raten ist also auch ein Machtspiel in mehreren Etappen. Mag sein, dass sich die CSU zusammenrafft, den internen Zwist herunterschluckt und sich ganz auf den Landtagswahlkampf konzentriert. Seehofer lässt man sicher zunächst den Parteivorsitz. Nach der Wahl im Herbst steht dann aber sofort wieder die Frage im Raum, wer ihm auf dieser Position nachfolgt. Söder dürfte ohne Frage Anspruch erheben. Andere werden ebenfalls ihre Chancen ausnutzen. Bis sich die CSU wieder beruhigt, wird es also dauern. Ohne ein Landtagswahlergebnis über 40% ist Ruhe kaum vorstellbar. Die CSU steht vor einer historischen Belastungsprobe mit offenen Augen. Christian Nitsche kommentiert. In die Regierungsbildung in Berlin ist Bewegung gekommen. Die SPD-Spitze hat eine Kehrtwende vollzogen. Damit beginnen die Nachrichten mit Thorsten Schröder. Der SPD-Vorstand ist nun doch bereit, mit der Union auch über eine mögliche Koalition zu sprechen. SPD-Chef Schulz sagte, seine Partei wolle ein Maximum ihres Wahlprogramms durchsetzen. Zu den Forderungen zählen unter anderem eine Bürgerversicherung, eine Solidarrente gegen Altersarmut und ein gesetzliches Rückkehrrecht von Teilzeitarbeit auf Vollzeit. Neuwahlen, große Koalition oder eine Minderheitsregierung, alles scheint möglich für die SPD-Spitze, die sich heute dafür ausgesprochen hat, Gespräche mit der Union zu führen. Ich persönlich bin der Meinung, dass auch eine Minderheitsregierung, die beispielsweise Europa als gemeinsames Commitment nimmt, durchaus eine stabile Regierung werde. Sollte die SPD auf ihrem Parteitag am Donnerstag die Zustimmung der Delegierten bekommen, könnten die Unterredungen bereits nächste Woche beginnen. Es wird auf jeden Fall ein sehr kontroverser, wahrscheinlich auch ein sehr diskussionsreicher Parteitag werden. Martin Schulz betont, dass es keinen Zeitdruck gebe. Eine neue Regierung in diesem Land muss sich den großen Herausforderungen, den großen politischen Aufgaben stellen und diese angehen. Für eine Bewältigung dieser enormen Herausforderungen, die wir national, europäisch und global vor uns sehen, reicht ein einfaches Weiter-so
sicher nicht aus. Ergebnisoffen und ohne Vorfestlegung. So will die SPD in mögliche Gespräche gehen. In Deutschland klagen immer mehr Flüchtlinge gegen ihre Asylbescheide, oftmals erfolgreich. Laut Bundesamt für Migration stiegen die Gerichtskosten dafür in diesem Jahr bereits auf knapp 20 Millionen Euro, fast doppelt so viel wie im Vorjahr. Deutschland bleibt weiter begehrt. Im ersten Halbjahr stellten laut EU-Statistik etwa 357.000 Flüchtlinge erstmals einen Asylantrag in Deutschland. In allen übrigen EU-Staaten waren es zusammen etwa 215.000. Die Steuerpläne von US-Präsident Trump mit massiven Steuersenkungen für Unternehmen haben an den Börsen für einen Aufschwung gesorgt. In New York stieg der Dow Jones auf 24.290 Punkten, ein Plus von 0,2%. Der deutsche Aktienindex DAX schloss deutlich im Plus mit 13.059 Punkten. Mehr dazu von Anja Kohl aus der Frankfurter Börse. Noch vor Weihnachten will US-Präsident Trump die Steuerreform unter Dach und Fach haben. Vor drei Wochen hätte dies keiner geglaubt. Die USA scheinen nun fest entschlossen, die Steuern für Unternehmen massiv zu drücken. Aktuell liegt der Satz bei 35%. Er soll runter auf 20%. Wäre dann so niedrig wie im bald nicht mehr EU-Land Großbritannien. In Deutschland liegt er mit 30% deutlich höher. In EU-Steuerparadiesen wie Irland zahlen Unternehmen dafür nur 13% Steuern. Der Schnitt in der EU liegt bei niedrig 22%. Der Steuerwettbewerb könnte sich nun noch verschärfen. Dem US-Staat verspricht Trumps Reform Milliarden Mehreinnahmen. Doch die Steuersenkungen müssen finanziert werden mit neuen Schulden oder drastischen Einsparungen. Anlegern scheint die Finanzierung egal. Hauptsache der US-Aufschwung kriegt einen neuen Schub. Hält er an, dürfte davon auch Europa profitieren. Stichwort Europa. Als sich diese beiden heute in Brüssel zum gemeinschaftlichen Lunch ausführten, da galt es als das Date, um noch rechtzeitig vor dem EU-Gipfel am 15. Dezember eine Einigung erzielen zu können. Dann nämlich wollen die EU-Mitgliedstaaten entscheiden, ob sie weiter über ein Abkommen verhandeln wollen oder ob es den harten Brexit gibt. Schwere Kost also für Premierministerin May und EU-Kommissionspräsident Juncker. Auf dem Menü standen Fragen wie, wie viel Geld Großbritannien beim Austritt an die EU zahlen muss, welche Rechte EU-Bürger auf der Insel künftig haben und, was heute besonders intensiv durchgekaut wurde, was aus der Grenze zu Irland wird. Markus Preis. Ihm schwant nichts Gutes bei der ganzen Sache. James Quinn ist Fernfahrer aus Irland. Seine Touren führen ihn meistens über Großbritannien in den Rest der EU. Bislang hat er dabei zumindest keine Grenzstopps einzuplanen, erzählt er uns. Doch mit dem Brexit wird sich das wohl ändern, egal was sie da in Brüssel verhandeln. Wir haben schon jetzt einen riesigen Nachteil wegen unserer geografischen Lage. Es ist wie ein Pferderennen. Wir liegen am Rand Europas. Wir haben längere Wege als Speditionen in Zentraleuropa, in Holland oder Belgien. Wir kämpfen jeden Tag, pünktlich am Ziel zu sein. Wenn das noch schwerer wird, dann wird es richtig teuer. Doch nicht nur die Einreise in die EU, auch das Fahren auf der irischen Insel selbst könnte für James Quinn bald komplizierter werden, wegen einer möglichen Grenze nach dem Brexit zwischen Irland und Nordirland. Dass es dazu nicht kommt, dafür wollten sie heute eigentlich sorgen. Theresa May und Jean-Claude Juncker aber fanden noch keine Lösung, trotz aller Schmeicheleien. Ich muss sagen, Frau May ist eine harte Verhandlerin. Und keine einfache. Sie verteidigt den britischen Standpunkt mit aller Energie, so wie wir das von ihr gewohnt sind. Doch die Energie muss gewaltig sein, wenn Frau May alle Briten zufriedenstellen will. 50, 60 Milliarden Euro Schlusszahlung an die EU. Die Hardliner im Parlament werden CETA und Mordio schreiben. Schafft sie hingegen keinen Deal, werden die demonstrieren, die schon immer gegen den Brexit waren. Obendrauf noch die Irland-Frage. Um eine neue Grenze zu verhindern, wurde zuletzt überlegt, ob für das britische Nordirland nicht weiter mehr oder weniger die EU-Regeln gelten könnten. Ein Spaltpilz für ganz Großbritannien. Von Mays nordirischem Partner kam sofort ein Veto. Wir werden keine rechtlichen Unterscheidungen akzeptieren, die Nordirland von Großbritannien trennen. Aber auch die gegenteilige Reaktion war heute zu sehen. Die Nordirland-Idee wurde sofort als Chance begriffen von den Briten, die gern in der EU bleiben würden. Vom Londoner Bürgermeister etwa und von Schottlands Regierungschefin. Wenn ein Teil Großbritanniens letztlich im Binnenmarkt bleiben kann, was die richtige Lösung für Nordirland ist, dann gibt es keinen vernünftigen Grund, warum ein anderer Teil das nicht können sollte.
Kann sie in dieser Lage einen Deal mit der EU aushandeln und dabei verhindern, dass sich ihr Land spaltet? Theresa May will es weiter versuchen. Wir werden uns noch diese Woche wieder mit der EU zusammensetzen und ich bin auch überzeugt, dass wir die Sache dann gut zu Ende bringen. Darauf hofft auch James Quinn, selbst wenn der Fernfahrer aus Irland nicht wirklich daran glaubt. Was ihn am meisten ärgert, ist, dass die Zukunft Irlands wieder einmal bestimmt wird vom großen Nachbarn auf der anderen Insel. Juli Kurz in London. Bei den heutigen Verhandlungen gab es keinen Durchbruch, weil Mays Koalitionspartner, die nordirische DUP, sie zurückpfiff. Welche Rolle spielen diese nordirischen Unionisten denn bei der Brexit-Debatte? Naja, eine ziemliche zentrale Rolle offenbar. Das haben wir ja heute gesehen, denn es war ja offenbar so, dass sich die DUP quergestellt hat und damit einen Durchbruch verhindert hat. Und das ist schon sehr bemerkenswert für eine so kleine Partei. Die DUP hat nur 10 Abgeordnete im britischen Parlament, aber Theresa May ist auf diese 10 Abgeordneten angewiesen. Das Kernziel der DUP ist, dass Nordirland Teil des Vereinigten Königreichs bleibt. Und deshalb wollen sie eben keinen so gearteten Sonderstatus, weil sie dann eben befürchten, dass sich Nordirland etwas von Großbritannien entfernen würde und etwas Irland annähern würde. Und welche Chancen hat May dann überhaupt, einen Durchbruch mit der EU auszuhandeln? Naja, der Wille ist offenbar da und Theresa May hat ja auch klargemacht, dass man optimistisch ist, dass man in den nächsten Tagen eine Einigung erzielt. Aber eins ist auch klar, dass die Uhr mal wieder tickt. Es sind ja eben nur noch 10 Tage bis zu diesem EU-Gipfel, in dem man in eine neue Phase gehen wollte. Und Theresa May ist in einer wirklich komplizierten Situation. Das ist eine Art Zwickmühle, in der sie da steckt. Wenn sie sich zu sehr den Forderungen der Iren entgegenkommt, ja, dann sieht man, wie man heute gesehen hat, dass dann womöglich ihre Mehrheit im Parlament in Gefahr ist. Gleichzeitig, wenn sie zu sehr gegen harte Grenze tendiert, ja, dann sind womöglich die Brexit-Verhandlungen in Gefahr. Juli Kurz, vielen Dank für diese Einschätzung nach London. Diese Stadt platzt aus allen Nähten. 22 Millionen Menschen leben in Peking. Jedes Jahr wandern Hunderttausende aus der Provinz hinzu, um sich hier in der Metropole den Traum von ein bisschen Wohlstand zu verwirklichen. Wohnraum ist knapp und teuer, Krankenhäuser ebenso überfüllt wie Busse und Bahn. Dazu der allgegenwärtige Smog. Die Stadt ist alarmiert und hat daher im vergangenen Jahr beschlossen, die chinesische Hauptstadt muss kleiner werden. Und so wird jetzt ein tragischer Unglücksfall offenbar zum willkommenen Anlass genommen, Zehntausende unerwünschte Einwohner auf radikale Art loszuwerden. Sascha Stoffen. Trümmer und Schutt. Mehr ist nicht geblieben. Im Stadtviertel Xingjiancun in Pekings Süden reißt die Regierung radikal Wanderarbeitersiedlungen ab und vernichtet damit die Existenzen von tausenden Menschen, die zum Arbeiten aus den Provinzen in die Hauptstadt kamen. Auch die von Wang Gangqiang, der aus der armen Provinz Gansu stammt und hier als Bügler arbeitet. Noch heute Abend müssen wir raus und ich weiß wirklich nicht, wohin. Hoffnungslosigkeit bei der ganzen Belegschaft der kleinen Textilfabrik. Viele sind seit Jahrzehnten hier, machen die Arbeit, die kein Pekinger machen will, haben keine Rechte, weil sie keine Pekinger Aufenthaltsgenehmigung haben. Jetzt müssen sie binnen Stunden ihre Sachen packen. Es ist ungerecht. Sie hätten uns zumindest mehr Zeit geben müssen. Ich habe hier eine bessere Zukunft gesucht, fern meiner Heimat. Ich war sehr ehrgeizig, jetzt bin ich nur traurig. Mir bleibt keine Wahl, ich muss weg. Der offizielle Grund für die Zwangsräumung? Feuerschutz. In der Siedlung gab es vor gut 2 Wochen einen Brand, bei dem 19 Menschen starben. Rund um die Uhr, auch nachts, greift jetzt der sogenannte 40-Tage-Plan, der Peking von illegal und unsicher gebauten Häusern befreien soll und gleichzeitig anscheinend von den Menschen. Auch Herr Liu muss für seine Leute einen Unterschlupf finden. Vor 23 Jahren kam er nach Peking, hat sich hochgearbeitet zum Besitzer einer kleinen Nähwerkstatt. Alles muss jetzt verladen werden und weg. Gas, Strom und Wasser hat man ihm schon abgestellt und das bei Minusgraden. Die sonst oft rauen Pekinger haben das Verhalten der Regierung gegenüber den Migranten als herzzerreißend kritisiert. Sogar einige Hilfsgruppen gründeten sich, wie hier im Pekinger Westen. Eine Künstlergruppe möchte in ihren Kellerräumen Wanderarbeitern Unterkunft geben. Ein Bett, ein Dach über dem Kopf, für die, die Peking so viel geben.
Die 500 Meter im Umkreis unserer Wohnungen mit allen Annehmlichkeiten wurden von diesen Menschen geschaffen. Der Obstverkäufer, der kleine Laden um die Ecke. Sie bringen uns die Annehmlichkeiten des Lebens. Von der Regierung werden die Hilfsangebote genau beobachtet. Denn sie fürchtet die Kritik und besonders, dass daraus Proteste entstehen könnten. In Hebei, Pekings Nachbarprovinz, ein kleines Dorf 30 Kilometer von der Stadtgrenze entfernt. Herr Liu und die anderen Wanderarbeiter sind auch hier nicht willkommen. Dauernd offizielle Durchsagen. Man soll an keine Textilfirmen vermieten. Brandgefahr. Wir haben uns eine Existenz in der Stadt als Wanderarbeiter aufgebaut, weil wir keine bessere Wahl hatten. Jetzt werden wir überall herausgeschmissen. Es ist kein Platz mehr für uns. Kein Platz in der 22-Millionen-Stadt Peking. Bis 2020 soll die Bevölkerung um fast 2 Millionen Menschen reduziert werden. Und da fängt die Regierung bei den Menschen ganz unten an. Im Bürgerkriegsland Jemen überschlagen sich die Ereignisse. Ex-Präsident Saleh hatte sich vorgestern von den Houthi-Rebellen distanziert. Heute wurde er getötet. Noch einmal Nachrichten mit Thorsten Schröder. Saleh wurde nahe der Hauptstadt Sana von Houthi-Rebellen erschossen. Er war mehr als 30 Jahre Präsident des Jemen, bevor er 2012 im Zuge des arabischen Frühlings gestürzt wurde. Seine Anhänger kämpften mit den Houthi gegen die neue international anerkannte Regierung und eroberten weite Teile des Landes. Vorgestern erklärte sich Saleh überraschend bereit, mit Saudi-Arabien zu verhandeln, wenn das Königshaus die Luftangriffe auf den Jemen einstelle. Der oberste Gerichtshof in den USA hat das Einreiseverbot für Bürger aus 6 überwiegend muslimischen Ländern genehmigt. US-Präsident Trump hatte Ende September die dritte Variante des Einreiseverbots erlassen. Auch die hat mehrere Gerichte eingeschränkt. Die oberste Instanz hob jetzt den teilweisen Stopp des Dekrets mit 7-2 Stimmen wieder auf. Das Verbot könne vollständig in Kraft treten, so das Gericht. 7 Wochen nach dem Mord an der maltesischen Journalistin Galizia sind in Malta 10 Männer festgenommen worden. Alle stammten von der Insel, sagte Premierminister Muscat, die meisten seien Polizei bekannt. Mitte Oktober war Galizia durch eine Autobombe getötet worden. Die Investigativjournalistin prangerte immer wieder Korruption in ihrer Heimat an und veröffentlichte auch Enthüllungen über die Regierung Muscat. Dass im russischen Sport über Jahre systematisch gedopt wurde, etwa 2014 bei den Olympischen Spielen in Sochi, das bestreitet der russische Sportverband bis heute. Doch für viele Experten ist die Beweislast erdrückend. Sie fordern, Russland von den Spielen, die in wenigen Wochen in Südkorea beginnen, auszuschließen, um weiteren Schaden für Olympia zu verhindern. Morgen nun muss das Internationale Olympische Komitee entscheiden, ob Russland dabei sein darf oder nicht. Bewerten muss es dabei auch neue Hinweise, die der ARD-Doping-Redaktion vorliegen. Christoph Nahr. Sie waren voller Hoffnung, die russischen Biathletinnen bei ihren Spielen in der Heimat. Leider waren sie im Februar 2014 auch voll gepumpt mit EPO und Wachstumshormonen. Der Staat wollte Medaillen, jedes Mittel war ihm recht. Ich gehe davon aus, dass den IOC-Entscheidern diese Fakten bereits bekannt sind und sie werden natürlich auch belastend für Russland sein. Ich glaube, dass Russland große Schwierigkeiten hat, hier noch den Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Dr. Grigori Rutschenkov leitete jahrelang das staatliche Dopingprogramm und sorgte dafür, dass die Athleten nicht aufflogen. Jetzt ist er Kronzeuge bei den Ermittlungen. In Dokumenten, die dem norwegischen Sender NRK und der ARD vorliegen, erklärt Rutschenkov, dass er sich für die Spiele in Sochi etwas Spezielles ausgedacht hat. Der Herzogin-Cocktail, ein Gebräu aus EPO, Wachstumshormonen und Vitaminen, sollte das ersehnte Gold bringen. Bei den Biathlon-Frauen hat es nicht komplett gefruchtet. Es wurde Silber und das ist mittlerweile auch weg, fast 4 Jahre danach. Trotz aller drückenden Belege, wie in diesem Fall, vermehren sich die Hinweise darauf, dass es zwischen Russland und dem IOC zu einem Kompromiss kommt. Demnach dürfen die russischen Athleten, die namentlich nicht in den Dokumenten zum Staatsdoping auftauchen oder die, soweit überprüfbar, in der letzten Zeit unabhängig und regelmäßig kontrolliert worden sind, unter neutraler Flagge an den Olympischen Spielen teilnehmen. Das, so heißt es jetzt, würde der Kreml akzeptieren. Die stolzen Russen ohne Fahne in Südkorea. Aber dabei sein ist eigentlich doch alles.
Und was bei uns jedenfalls nicht fehlen darf, das ist am Schluss noch der Blick aufs Wetter. Donald Becker, wie wird's denn? Ja, gut so. Es gibt nämlich auch etwas Spezielles zu berichten. Wir schauen uns erstmal den Satellitenfilm an von heute. Und da sehen wir, dass es bei uns hier Wolken gibt, die von der Nordsee in Richtung Südosten vorankommen. Das ist dann warme Luft von der Nordsee her. Aber etwas Interessantes spielt sich hier ab. Das ist eine meteorologische Augenweide. Ein richtig schönes Tief, das sich hier eindreht über dem Atlantik. Und das verstärkt dann auch noch die Warmluftzufuhr nach Mitteleuropa, aber nur vorübergehend. Auf seiner Rückseite wird nämlich hier die kalte Luft schon über dem Atlantik weit nach Süden gebracht. Und dieses Tief wird in den nächsten Tagen weiter nach Skandinavien ziehen. Und damit kommen wir dann irgendwann mal auf die Rückseite. Und das bedeutet, die kalte Luft kehrt dann zu uns zurück. Ab Freitag, also am Wochenende, wird es dann eher wieder etwas winterlicher. Also genauso wie der erste Advent wird wahrscheinlich auch der zweite Advent verbreitet in Deutschland Schnee bringen. Schauen wir in die kommende Nacht. Da ist Schnee erstmal kaum noch ein Thema. Also in Bayern schneit es zum Teil noch oberhalb von 500 Metern auch noch verbreitet. Es gibt so eine Zone hier von der Nordsee, von Schleswig-Holstein bis nach Bayern, wo es immer wieder Regen und wie gesagt oberhalb von 500 Metern auch noch Schneefall gibt. Davor von Rügen bis in die Lausitz durchaus mal ein paar Wolkenlücken. Und auch hinter dieser Front wird es dann mal auflockern. Vorsicht im Südwesten, wenn dort die Sterne etwas länger funkeln, kann sich Nebel bilden. Und die Temperaturen gehen dann auch unter 0 Grad zurück. Und das bedeutet natürlich stellenweise gefrierende Nässe Richtung Nordwesten. Unter den schützenden Wolken ist es aber sehr mild. Der Vormittag bringt morgen sehr viele Wolken, Regen und Nieselregen. Vor allem im Nordstau der Berge auch ein bisschen anhalten. Da in Bayern immer noch ein bisschen Schnee. Im Südwesten nach Nebelauflösung zum Teil schon mal die ersten Aufheiterungen. Zum Nachmittag wenig Wetteränderung, das heißt nur im Südwesten und an der Nordsee ein bisschen Sonne, überwiegend grau, aber der Regen lässt nach und die Temperaturen steigen dann so auf 5 bis 10 Grad. In Bayern noch ein bisschen kälter, der Wind kommt an der Nordsee schon recht stramm aus westlichen Richtungen, sonst nur schwach. Am Mittwoch weiterhin Nebel und Hochnebel, am Donnerstag erst einmal für viele sehr sonnig, dann kommt die Kaltfront des Atlantiktiefs und wird die nächste Kältephase einleiten. Pünktlich zum zweiten Advent. Vielen Dank, Donald Becker. Genau. Das war es jetzt von uns. Hier folgt die Dokumentation Bimbes, die schwarzen Kassen des Helmut Kohl mit erhellenden neuen Erkenntnissen über den Altkanzler und die CDU-Spendenaffäre. Unbedingt dranbleiben. Um 0.45 Uhr dann meldet sich Susanne Stichler mit dem Nachtmagazin und wir sind dann morgen Abend wieder für Sie da. Bis dahin. Tschüss. Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni. Guten Abend. Der G20-Gipfel in Hamburg ist vorbei, aber er wird lange in Erinnerung bleiben. Zwei Tage lang berieten die Staats- und Regierungschefs die großen Probleme der Welt. Und die große Frage am Ende lautet: Was wird mehr in Erinnerung bleiben von diesem Treffen? Die Bilder der Kanzlerin als Gastgeberin im Kreise der Mächtigen, die um Kompromisse und Zugeständnisse ringt. Oder die Bilder der Randale, der sinnlosen, blinden Zerstörungswut, die die Hansestadt immer wieder diese Woche erschüttert hat, besonders aber in der vergangenen Nacht das Schanzenfeld. Als die Staatsgäste bereits auf dem Heimweg waren, da traf Angela Merkel jedenfalls demonstrativ Vertreter der Sicherheitskräfte, um ihnen für ihre Arbeit zu danken. Die Arbeitsergebnisse des Gipfels fasst Tom Schneider zusammen. Es war den Mienen deutlich anzumerken. Atmosphärisch hat der Gipfel von Hamburg wahre Wunder bewirkt. Über allen Gesichtern lag am Morgen so eine Gelöstheit. Dass China nicht ganz pünktlich war, schien kurz das einzige Problem. No China in this world. Angela Merkel hatte das vollbracht, was ihr Ziel war. Ein Kommuniqué, in dem bestehende Differenzen klar angesprochen werden, ohne jede Illusion, etwa in der Klimapolitik. Deshalb haben wir uns hier auch auf zwei unterschiedliche Absätze verständigt. Der eine, der die amerikanische Position beschreibt, und der andere, der die Position der anderen beschreibt. Donald Trump fand abgesehen davon sichtlich Gefallen an dem Gipfel. Erst lobt er in amerikanischen Superlativen die Organisation der Bundeskanzlerin, dann verkündet er stolz hunderte Millionen Dollar Förderung für Frauen in Entwicklungsländern, die seine Tochter initiiert hat. Rund um die Welt begegnen Frauen hohe Hürden, ihre eigenen Geschäftsideen umzusetzen. Oft fehlt der Zugang zu Kapital oder einfach zu Förderern. Mit dem Geld wollen wir das auflösen und Türen öffnen helfen für neue Möglichkeiten.
Die ganze Nacht hindurch hatten Merkels Unterhändler gerungen um ein gemeinsames Bekenntnis zum freien Welthandel. Auch die Kritik an Globalisierung spielte eine Rolle, viel Unterstützung lieferten die Franzosen. Eine große Zahl von Produkten werden heute weltweit hergestellt. Der Gewinn daraus muss zwischen allen gerechter aufgeteilt werden, nicht zulasten Einzelner. Aber wir dürfen auch nicht denen auf den Leim gehen, die den ganzen Welthandel in Frage stellen wegen gewisser Schwierigkeiten. Während Merkel auf internationaler Bühne gelobt wird für die G20-Präsidentschaft, erntet sie von der deutschen Opposition Kritik. Deutschland ist alles andere als ein Vorbild beim Klimaschutz. Seit 8 Jahren sinken die CO2-Emissionen nicht. Wir sind Weltmeister bei der Nutzung der schmutzigen Braunkohle. Gerade beim Thema Klimaschutz wird deutlich, wie wenig undemokratisch die G20 sind, weil ein Großteil der Staaten, die besonders von den Folgen des Klimawandels betroffen sind, sitzen hier gar nicht mit am Tisch. Apropos mit am Tisch sitzen, kurz vor knapp tanzte einer plötzlich doch noch aus der Reihe. Präsident Erdogan will das Pariser Klimaabkommen nur ratifizieren, wenn die Türkei die Verschmutzungsrechte eines Entwicklungslands genieße. Bisher wurde das Abkommen noch nicht ratifiziert. Daher haben wir nach diesem Schritt der Amerikaner die Neigung, es nicht im Parlament zu ratifizieren. Und so mag sich die Welt zwar näher gekommen sein in Hamburg, und geht doch wieder auseinander in ganz verschiedene Richtungen. Einer, der dieses Problem nur zur Genüge kennt, weil es quasi zu seiner Jobbeschreibung gehört, verschiedene Richtungen unter einen Hut zu bekommen, der war auch beim Gipfel dabei. UN-Generalsekretär Antonio Guterres. Mit ihm habe ich heute folgendes Bilanzgespräch über das G20-Treffen geführt. Herr Guterres, es gab viele Hürden. Was nehmen Sie mit von diesem G20-Gipfel? Natürlich haben wir heute keinen Konsens unter den größten Volkswirtschaften der Welt im Hinblick auf eine Reihe von Fragen wie Handel, Klimawandel, zum Beispiel Migration. Ich glaube, dass wir heute Opfer sind eines hohen Maßes an Misstrauen, das entstanden ist in der Welt, meiner Ansicht nach weitgehend aufgrund der Globalisierung und des technologischen Fortschritts. Mit den spektakulären Auswirkungen auf das Leben der Menschen, das Wirtschaftswachstum, den Abbau der Armut, die Verbesserung der Lebensbedingungen für ganze Bevölkerungen, aber eben auch einem dramatischen Anstieg der Ungleichheit. Es gibt viele Bereiche, in denen Menschen abgehängt worden sind. Das klingt resigniert. Sind Sie enttäuscht über diese Entwicklung? Nein, wir müssen einfach kämpfen. Wenn solche Umstände eintreten, muss man zunächst in der Lage sein, die Gründe dafür zu erkennen und Antworten zu geben. War dieser Gipfel dann ein Fehlschlag? Nein, kein Fehlschlag, sondern ein wichtiger Augenblick mit der Möglichkeit, voll zu erfassen, wie weit wir weg sind vom Konsensus, gleichzeitig auch eine Reihe von wichtigen Schritten ergreifen zu können. Zum Beispiel nehmen Sie den Klimawandel, das akuteste und schwierigste Problem im Augenblick. Sicherlich muss man feststellen, dass die USA bzw. ihre Regierung nach wie vor beharren auf einer sehr eindeutigen Haltung gegen die Vereinbarung von Paris. Aber 19 Länder haben solide zusammengestanden und sich verpflichtet, auszuhalten. Und das ist ein wichtiger Erfolg, meiner Ansicht nach. Wir müssen diesen Gipfel sehen, nicht als einen der Problemlösung, sondern als einen Gipfel, bei dem wir eine Bestandsaufnahme der bestehenden Probleme vornehmen und eben dann auch schon die Fundamente legen für das, was wir zusammen unternehmen können und müssen, um sicherzustellen, dass wir die Probleme lösen können. In diesem Fall gab es Bewegung beim Thema Handel. Dass die Amerikaner sich auf eine Formulierung einlassen, die Protektionismus verurteilt, hatte niemand erwartet. Aber es bleibt eine Hintertür, die sogenannten legitimen Handelsschutzinstrumente. Das verbessert das doch. Aber das war doch ein enormer Fortschritt.
wenn Sie bedenken, dass es gelungen ist, eine Lage hinter uns zurückzulassen, in der alle sich diametral gegenüberstanden. Und jetzt haben wir eine gewisse vage Zweideutigkeit, die Fortschritt ermöglichen könnte. Es ist doch ganz klar, dass der Protektionismus keine Probleme lösen kann. Es wird manchmal gesagt, wir schützen Arbeitsplätze, aber die werden eben nicht geschützt und andere werden gefährdet oder sogar zerstört. Ist diese Botschaft bei Trump angekommen? Ich habe den Eindruck, dass nach und nach in der US-Gesellschaft deutlicher erkannt wird, wie die Realität aussieht. All das, worum es bei diesem Gipfel ging, betrifft ja die ganze Welt und somit Ihren Job. Die G20 scheinen diese Themen an sich zu ziehen. Fühlen Sie und die UNO sich da in eine Zuschauerrolle gedrängt? Es gibt ja viel Kritik an G20. Es sieht schlimm aus in der Welt im Augenblick. Immer mehr Konflikte, ein Wuchern von Konflikten, eine zunehmende Verknüpfung dieser Konflikte, weltweiter Terror, Terrorismus, dramatische Ungleichheit, Menschenrechtsverletzungen in den verschiedensten Regionen der Welt, in der es nicht gut aussieht. Und wir müssen einfach da in der Lage sein, zu erkennen, dass wir die multilateralen Ansätze und Institutionen stärken müssen. Also muss es uns gelingen, verschiedene Initiativen, die auf dem Tisch liegen, zu bündeln. So gesehen ist für mich G20 keine Konkurrenzveranstaltung, sondern ein Instrument, mithilfe dessen wir tatsächlich die multilateralen Ansätze stärken können zur Lösung der weltweiten Probleme. Unter deutscher Präsidentschaft, auch vorher schon unter den Chinesen, hat G20 ja die UN-Agenda 2030 mit den Zielen der nachhaltigen Entwicklung akzeptiert. Da wird einerseits die faire Globalisierung verknüpft mit der Notwendigkeit, den Klimawandel entsprechend anzugehen. Da sehe ich mehr Konvergenz, die wir vertiefen müssen, und keine Konkurrenz. Die würde auch